Ein ganz gewöhnlicher Mittwochmorgen. Der Manager Bernd Petrell wacht neben seiner Frau Petra auf. Ihm steht ein arbeitsreicher Tag bevor. La, 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 la. Was seine Frau nicht weiß, Bernd ist Bigamist, also ein Mann, der mit mehreren Frauen gleichzeitig verheiratet ist. Jetzt ist er gerade auf dem Weg zu seiner zweiten Frau, Gabi Kahlo. Das Leben mit zwei Frauen erscheint einigen Männern auf den ersten Blick wie die Erfüllung aller geheimen Träume. In Wahrheit ist es aber schweißtreibende Arbeit. Bernd Petrell trifft bei seiner zweiten Ehefrau Gabi ein. Bei ihr angekommen, taucht er in ein anderes, sein zweites geheimes Leben ab. Hier ist er nicht mehr Bernd Petrell, sondern Kurt Carlo. Oh, morgen, Schatz, ne? Gut geschlafen? Hm? Ja, nach der Nacht. Du warst einfach fantastisch. Tschüss. Ja. Tschüss, bis heute Abend. Tschüss. Ebenso wie Bernd hat auch Kurt, also haben beide, einen ausfüllenden Arbeitstag vor sich. Und bei einem Doppelleben müssen alle Eventualitäten bedacht werden. Ein Fehler und die Scheinwelt bricht zusammen. Dass bisher noch nichts schiefgegangen ist, grenzt an ein Wunder. Du musst schon los? Ja, die Pflicht ruft. Tschüss. Oh. Mach's gut, Schatz. Der Arbeitstag beginnt. Bernd Petrell, Manager eines Elektrokonzerns, kommt in sein Büro. Das Privileg eines Firmenchefs ist es, sich auch mal etwas Ruhe von seiner Familie gönnen zu dürfen. Schwieriger wird es jetzt für Kurt Carlo, sich um seinen Job zu kümmern. Bernd hat sich als Kurt bei seiner eigenen Firma auf 630 Mark Basis als Pförtner anstellen lassen. Das bringt ein wenig Abwechslung in den Alltag. Und so pendelt er den ganzen Tag zwischen Pförtnerhäuschen und Chefzimmer. Kurz vor Feierabend. Bis hierhin ist heute alles gut gegangen. Da unterläuft ihm ein folgenschwerer Fehler. Aufgrund dieses Missgeschicks bleibt dem Chef Bernd Petrell nichts anderes übrig, als seine eigene, das heißt Kurt Carlos Kündigung zu unterschreiben. Kurt Carlo hat den Frust über den Verlust seines Arbeitsplatzes im Bier ertränkt. Betrunken und deprimiert fällt er ins Bett. Nachdem Gabi ihren Kurt bettfertig gemacht hat, beginnt die Nacht für die junge Frau. Was Kurt Carlo nämlich nicht weiß, auch seine Frau Gabi Carlo ist Bigamistin. Sie führt seit 10 Jahren eine glückliche Ehe mit Bernd Petrell als dessen Frau Petra Petrell. Auch für Bernd Petrell wird es Zeit, nach Hause zu gehen. Für Petra und Bernd Petrell geht ein langer Tag zu Ende. Und auch Kurt und Gabi Carlo schlafen im Schlaf der Gerechten. Alles ist gut. Wäre da nicht das heimliche Verhältnis, das Gabi Carlo mit Bernd Petrell hat? Jetzt gönnen sich Gabi alias Petra und Kurt alias Bernd eine Pause vom Alltag. Sie betrügen sich gegenseitig, also Bernd betrügt Petra mit Gabi und Petra, die Frau von Bernd, hat eine Liaison mit... Moment mal.